Es gibt mittlerweile einige neue interessante Informationen und Erkenntnisse zum verheerenden Absturz der Boeing 737 MAX 8 der Lion Air vergangene Woche. Was die Ermittlungen bis zum jetzigen Zeitpunkt ergeben haben, was für uns mittlerweile bekannt ist, wie der Flugzeughersteller darauf reagiert hat, wie die Behörden darauf reagiert haben und was das jetzt für die Boeing 737 MAX bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Gleich mal vorweg die Info, das hier ist jetzt natürlich nicht annähernd die Unfallursache, die wir hier präsentieren können, sondern wir sprechen einfach ein bisschen über die Informationen, die mittlerweile öffentlich für uns bekannt sind. Ich versuche einfach das an Daten und Informationen, was man kriegen kann, ein bisschen vernünftig für euch zusammenzufassen und vielleicht ein bisschen die Hintergründe des Ganzen zu erklären. Aber das ist natürlich noch nicht die Lösung des Ganzen. Da ist man zum aktuellen Zeitpunkt noch dran, das ist noch in vollem Gange und deswegen seht es bitte nicht als Erklärung für diesen Unfall. Aber man kann mittlerweile wohl ziemlich sicher sagen, dass, wie das eigentlich immer so ist, mehrere Faktoren da letzte Woche Montag eine ziemlich große Rolle gespielt haben, eine entscheidende Rolle gespielt haben und am Ende des Tages dann dafür gesorgt haben, dass das Flugzeug mit 189 Personen an Bord ins Meer stürzte und das hat niemand überlebt. Am 3. November kam dann bei den Bergungsarbeiten auch noch ein Taucher ums Leben. Kurz davor hatte man ja bereits einen der beiden Flugdatenschreiber der Boeing 737 bergen können und hier kann ich jetzt mittlerweile auch bestätigen, dass es sich dabei wirklich um den sogenannten Flight Data Recorder handelt, den Cockpit Voice Recorder, also das Gerät, welches die Stimmen im Cockpit unter anderem und auch den Funk aufzeichnet. Das hat man bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefunden. Genauso wenig hat man bis jetzt größere Rumpfteile der Boeing 737 am Meeresboden orten können. Das größte Teil, was man bis zum aktuellen Zeitpunkt jetzt wirklich an die Meeresoberfläche bringen konnte, war ein Teil des Fahrwerks der 737. Der Cockpit Voice Recorder sendet ja genauso wie der gefundene Flugdatenschreiber ein Signal, welches sich mit dem entsprechenden Gerät registrieren lässt. Dieses Signal konnte man auch von beiden Geräten bereits kurz nach dem Absturz registrieren. Das Signal vom Cockpit Voice Recorder hatte man aber mittlerweile schon wieder verloren. Das verliert man aber schon dann, wenn das Ding zum Beispiel von Trümmerteilen oder von einer ganzen Menge Dreck bedeckt ist. Das Signal, was da von dem Gerät ausgesendet wird, scheint also erst einmal nicht besonders stark zu sein. Und zweitens kann man, wenn man dieses Signal dann registriert hat, wenn man es quasi gefunden hat, dann kann man damit noch lange nicht das Gerät an sich orten. Und jetzt denkt man sich vielleicht, wir befinden uns im Jahre 2018, wieso kann man an so einem blöden Cockpit Voice Recorder nicht einen Sender dran heften, mit dem man das Gerät dann noch wirklich finden kann? Aber diese Flugdatenschreiber oder halt eben diese Cockpit Voice Recorder, das sind eh Dinge, über die man sich so ein bisschen streiten kann. Da sind viele Regelungen stark veraltet. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Cockpit Voice Recorder nur die letzten 2 Stunden im Cockpit aufnimmt. Das klingt alles nicht so, als wäre es auf dem aktuellsten Stand und man möchte ja eigentlich meinen, dass das in der Fliegerei immer auf dem aktuellsten Stand gehalten wird, aber das soll heute nicht das Thema sein. Tatsächlich konnte man dann das Signal des Cockpit Voice Recorders einen Tag später auch mit einem etwas empfindlicheren Gerät auch schon wieder registrieren, aber wie gesagt, orten kann man das Ding damit nicht, man hat es bis heute nicht gefunden und verliert auch immer mal wieder das Signal. Jetzt ist es aber natürlich interessant, was man bis zum jetzigen Zeitpunkt an Daten und Erkenntnissen aus dem schon gefundenen Flight Data Recorder rausziehen konnte und da schon mal die gute Nachricht vorweg, das Gerät hat vernünftig funktioniert und zeichnete knapp 1800 Parameter über die letzten 19 Flüge hinweg auf und all diese Daten lassen sich jetzt ordentlich analysieren. Dazu gibt es jetzt einige interessante Punkte, zum Beispiel fand man heraus, dass die Geschwindigkeitsangaben, die der Flieger gemessen und damit ja auch den Piloten weitergegeben hat, dass diese auf den letzten 4 durchgeführten Flügen der Maschine und damit auch auf dem Unfallflug fehlerhaft waren. Nach dem letzten erfolgreich beendeten Flug der Boeing 737, also nach dem Flug von Denpasar nach Jakarta, trug die entsprechende Cockpit-Crew im Logbuch des Fliegers Unreliable Airspeed und Altitude Disagree nach dem Abheben ein. Die Instrumente des Kapitäns stellten sich während des Fluges als fehlerhaft heraus, woraufhin die Kontrolle an den Co-Piloten übergeben wurde, welcher dann die Maschine erfolgreich nach Jakarta flog. Das wissen wir aber alles schon. Neu ist die Information, dass es auch Probleme auf dem vorherigen Flug gab, woraufhin dann ein Angle of Attack Sensor der Boeing 737 MAX 8 gewechselt wurde. Also ein Sensor, der den Anstellwinkel der Maschine misst. Jetzt wird es wirklich interessant, denn wir wissen jetzt, dass es auf den letzten 3 erfolgreich durchgeführten Flügen dieser Boeing 737 MAX 8 Probleme gab. Der 2. dieser eben genannten Flüge ging von Manado nach Denpasar. Da gab es die entsprechenden Probleme. Der Angle of Attack Sensor der Boeing 737 MAX 8 wurde gewechselt. Dann kam der Flug von Denpasar nach Jakarta. Da gab es wieder vergleichbare Probleme. Das war der Flug mit der Übergabe der Kontrolle an den Co-Piloten. Die Probleme sollten daraufhin in der Nacht gelöst werden, damit die Maschine am nächsten Tag sicher auf Lion Air Flug 610 von Jakarta aus auf die Nachbarinsel fliegen kann.
Und heute wissen wir, das hat nicht funktioniert. Der Flugzeughersteller reagierte auf die Daten, die aus dem Flight Data Recorder rauskamen, und auf Anweisung der entsprechenden Behörden musste man eine Meldung rausgeben an die Fluggesellschaften, die die Boeing 737 MAX betreiben. Stichwort der ganzen Sache ist jetzt nicht mehr nur Unreliable Airspeed, was wir uns im letzten Video etwas genauer angeguckt haben, sondern Stabilizer Runaway. Und was das bedeutet und was das mit dem Angle of Attack zu tun hat und was dieser komische Sensor, der da wohl fehlerhaft war, überhaupt misst, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Angle of Attack heißt auf Deutsch Anstellwinkel und damit bezeichnet man den Winkel zwischen der Richtung der anströmenden Luft und der Profilsehne, zum Beispiel eben von einer Flugzeugtragfläche. Und das ist ein ziemlich wichtiger Winkel, denn der ist am Ende des Tages ausschlaggebend dafür, ob die Strömung an einer Tragfläche abreißt oder eben nicht. Man hat irgendwie immer so das Bild vor Augen, dass die Strömung an einer Tragfläche halt irgendwann mal abreißt, wenn das Flugzeug einfach viel zu langsam fliegt. Das ist auch nicht ganz falsch, ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit. Zum Beispiel lernen Segelflieger, zumindest sollten sie das lernen, dass wenn man eigentlich mehr als schnell genug unterwegs ist, also ordentlich Geschwindigkeit drauf hat, es dann aber mit den Rudern übertreibt, dass man dann trotzdem einen Stall haben kann, einen Strömungsabriss. Das nennt sich dann Highspeed Stall. Und das kann man jetzt von der entsprechenden Seite sehen, wie man möchte, aber das Flugzeug war nicht unbedingt zu langsam, sondern der Flieger kommt in diesen Highspeed Stall, weil der Anstellwinkel einen gewissen Wert überschritten hat. Dabei gilt bei jedem konventionellen Flugzeug eigentlich erst einmal, dass bei gleichbleibendem Anstellwinkel Auftrieb und Widerstand proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit des Flugzeuges stehen. Ihr kennt das vielleicht vom Auto, da sagt man auch immer ganz grob, dass wenn man doppelt so schnell fahren möchte, dass man dann vom Ding her eigentlich erstmal das Vierfache an Power benötigt. Der Gedanke kommt daher. Und beim Flugzeug ist das dann vielleicht nochmal eine Ecke komplexer, da kommt dann der Auftrieb dazu. Aber erst einmal gilt für uns jetzt, für unser Beispiel, dass bei gleichbleibendem Anstellwinkel gilt, dass wenn man die doppelte Geschwindigkeit fliegt, dann sorgt das für den vierfachen Auftrieb. Um jetzt aber mit einem Flugzeug bei gleichbleibender Höhe geradeaus zu fliegen, verändert man bei steigender und sinkender Geschwindigkeit den Anstellwinkel, um die Höhe zu halten. Das sorgt dann am Ende des Tages dafür, dass man im Reiseflug, wenn man recht schnell unterwegs ist, einen sehr geringen Anstellwinkel hat. Im Endanflug, wenn man sehr langsam fliegt, dann hat man einen recht hohen Anstellwinkel. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ey klar, deswegen hat der Flieger am Anflug oder jetzt generell, wenn das Flugzeug sehr langsam fliegt, deswegen hat das da auch immer die Nase so weit oben. Ich meine, sonst wird das ja nicht funktionieren. Der Flieger muss die Nase so weit oben nehmen, damit der Anstellwinkel so groß ist, damit man genug Auftrieb hat, um nicht an Höhe zu verlieren. Ja, funktioniert vom Ding ja auch genau so. Man könnte auch einfach sagen, der Flieger hat eine hohe Pitch. Die Bezeichnung Pitch beschreibt nun allerdings nur den Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont. Das hängt also nur indirekt mit dem Angle of Attack zusammen. Und jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, dass fast immer gilt, dass wenn man die Pitch verändert, dass man dann auch den Angle of Attack, also den Anstellwinkel, verändert. Aber gleichsetzen darf man das auf gar keinen Fall. Denn wie gesagt, für den Strömungsabriss entscheidend ist nicht die Pitch, also der Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont, sondern der Angle of Attack, der Anstellwinkel. Das kann man sogar so weit treiben, dass man durchaus eine negative Pitch haben kann, also die Nase des Fliegers unter den Horizont hält. Und dann hat man trotzdem einen positiven Anstellwinkel. Zwar lernt man in den ersten Flugstunden ganz klar, um einen Stall zu brechen, um einen Strömungsabriss zu brechen, um aus dieser Situation wieder rauszukommen, muss man erst einmal die Pitch verringern, also die Nase nach unten drücken. Und damit verringert man dann natürlich auch den Anstellwinkel. Im Idealfall bis zu einem gewissen Punkt, wo man sich genug Geschwindigkeit zurückholen kann und damit auch genug Luftströmung über der Tragfläche zurückholen kann, um den Flieger wieder vernünftig abzufangen und dann ganz normal weiterfliegen zu können. Aber es geht auch so weit, wie zum Beispiel beim Air France Flug 447, dass man durchaus eine negative Pitch von vielleicht minus 10 Grad hat, aber trotzdem einen Anstellwinkel von plus 30 Grad, weil der Flieger einfach wie ein Stein zu Boden fällt. Und das ist dann auf jeden Fall ein Stall, ein Strömungsabriss. Angle of Attack ist hier also erst einmal das Zauberwort. Und deswegen hat die Warnung, die ein Pilot im Cockpit des Fliegers bekommt, wenn er sich einem Strömungsabriss nähert oder in einem Strömungsabriss drinsteckt, die hat erstmal nicht wirklich was mit der Pitch zu tun, sondern mit dem gemessenen Anstellwinkel des Fliegers. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso bekommt das der Pilot im Cockpit nicht vernünftig angezeigt? Er hat wahnsinnig groß auf seinem sogenannten Primary Flight Display, also auf dem Display, wo eigentlich alle wichtigen Informationen, die er erst einmal zum konventionellen Fliegen braucht, die hat er auf diesem Display und kann die da alle auf einen Blick haben. Warum hat er da nicht den Anstellwinkel? Er hat da riesig groß die Pitch, aber kein Angle of Attack. Ganz einfach, weil er 99,9% der Fälle mit dem Angle of Attack gar nichts anfangen kann und dieser eher verwirrend sein würde. Aber in Situationen wie dem Lion Air Flug 610 kann es durchaus wichtig sein. Beim Air France Flug 447 war es sehr wichtig und bei Airbus und Boeing kann man sich den Angle of Attack dann auch anzeigen lassen.
Das sieht bei beiden Herstellern anders aus. Und bei der Boeing 737 ist das, soweit ich weiß, auch eine Art Zusatzausstattung. Also diese Option muss man als Fluggesellschaft, wenn man das Flugzeug kauft, quasi dazu kaufen. Aber was hat das ganze Gelaber jetzt mit unserem Lion Air Flug zu tun? Ganz einfach. Für den Stall verantwortlich ist also jetzt nicht die Pitch, sondern der sogenannte Angle of Attack, der Anstellwinkel. Und für die Messung des Anstellwinkels ist der Angle of Attack Sensor verantwortlich. Und wenn der jetzt fehlerhaft ist, auch wenn nur einer davon fehlerhaft ist, ein Flugzeug hat mehrere davon, dann kann der durchaus einen Stall anzeigen, wo gar keiner ist, oder halt eben keinen anzeigen, wo einer ist. Und wir haben gerade eben über das Brechen des Stalls gesprochen, also über das Brechen des Strömungsabrisses. Und der Flieger, ein modernes Flugzeug, unterstützt den Piloten dabei, indem die Maschine die Nase nach unten trimmt. Das heißt, das Flugzeug verändert selbstständig die Trimmung, trimmt die Nase nach unten, obwohl das der Pilot in diesem Moment vielleicht gar nicht von der Maschine verlangt. Das kann er zwar stoppen und dann wieder selbst über alles entscheiden, aber dafür muss er nun mal die entsprechenden Schalter betätigen. Tut man das allerdings nicht, und das ist jetzt durch die Meldung von Boeing rausgekommen, dann ist der Flieger in der Lage, die Trimmung ohne Zutun des Piloten komplett nach vorne zu schieben. Und dann so weiterfliegen, so geradeaus fliegen, das ist wahrscheinlich kaum möglich. Und diese Situation nennt man dann Stabilizer Runaway. Das heißt, die Trimmung läuft dem Piloten quasi im schlechtesten Fall bis zum Anschlag in irgendeine Richtung weg. Damit wären wir wieder beim Anfang, deswegen das ganze Gelaber vorweg. Und Stabilizer Runaway heißt es deswegen, weil sich bei einem großen Verkehrsflugzeug ja nicht das Höhenruder bewegt, um das Flugzeug zu trimmen, sondern es bewegt sich die ganze Flosse da hinten. Die dreht sich. Zu dieser Situation kann es also laut Boeing kommen, wenn auch nur einer der Sensoren, die für die Messung des Anstellwinkels verantwortlich sind, fehlerhafte Werte liefert und deswegen zum Beispiel einen viel zu hohen Anstellwinkel anzeigt, dann nimmt der Flieger im manuellen Flug die Nase nach unten. Nur ganz kurz zusammengefasst bedeutet das, dass die Möglichkeit besteht, dass der Pilot wie bekloppt am Höhenruder zieht, am Steuerhorn zieht und damit das Höhenruder nach oben auslenkt, der Flieger aber gegen ihn arbeitet und die Nase nach unten trimmt. Und das kann im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass die Maschine massiv an Höhe verliert und irgendwann abstürzt. So viel also zu diesem Thema. Wie gesagt, das ist nicht die Unfallursache, das ist nicht der Abschlussbericht oder irgendwas in dieser Richtung, sondern es sind die Daten, die man bis zum jetzigen Zeitpunkt rausfinden konnte und dann auch wirklich veröffentlicht hat, sodass wir sie auch einsehen können. Ja, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich hoffe, man konnte das einigermaßen gut nachvollziehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis morgen und tschüss.